Der Wiener Verlag Bahö Books ist derzeit darum bemüht, mehrere Bücher des polnischen Futuristen und kommunistischen Autors Bruno Jasienski wieder zu veröffentlichen. Nach dem Roman Pest über Paris wurde im letzten Jahr Jasienskis Erzählung Die Nase aus dem Jahr 1936 wieder veröffentlicht. Eine Erzählung, die sich auf kritisch-satirische Weise mit dem Antisemitismus und der Rassenlehre der Nationalsozialisten auseinandersetzt. Bruno Jasienski wurde 1901 im damaligen Kongress Polen geboren. Elisabeth Namda hat Die Nase vom Russischen ins Deutsche übersetzt. Wladimir Wertlieb hat für die Ausgabe bei Bahö Books ein Nachwort geschrieben. Beide schildern die Herkunft des Autoren, die auch für den Kontext des Buches nicht irrelevant ist. Naja, er kam aus der Familie eines Landarztes, der sozial engagiert war, der armen Bauern geholfen hat mit der medizinischen Versorgung, die sonst nicht in der Lage gewesen wären, eine solche zu erhalten. Und er hat dann eine Frau aus dem polnischen Adel geheiratet, wobei er, um das zu realisieren, so gezwungen war, vom Judentum zum Protestantismus zu konvertieren. Ja, gezwungen. Ich weiß nicht, ob man das als Zwang bezeichnen kann. Es war ein gesellschaftlicher Druck dahinter. Und wohl auch die Notwendigkeit, dass beide einer Religion angehören, nachdem es ja, soweit ich weiß, auch im Russischen Reich noch keine Zivilehe gab, hätten sie sonst auch gar nicht heiraten können. Aber da bin ich mir nicht sicher, viel sicherer bin ich mir dessen, dass es ganz und gar nicht möglich war oder gesellschaftlich nicht akzeptiert war, dass ein Jude eine polnische Adelige heiratet. Das heißt, ihre Familie hätte sie dann wahrscheinlich verstoßen, wenn er jüdisch geblieben wäre. Und so etwas ist sehr selten vorgekommen. Insofern ist er zum Christentum konvertiert. Ich glaube, das war das Mindeste, was er hat tun sollen, damit das überhaupt funktioniert. Aber, und das erschien mir hochinteressant in diesem Zusammenhang, dass er nicht zum Katholizismus konvertiert ist, denn ich vermute sehr, dass seine Frau katholisch war, nachdem sie aus der polnischen Schlachte, aus dem polnischen Adel stammte und praktisch alle Polen, soweit sie nicht deutsch oder nicht jüdisch waren, waren katholisch. Sondern er ist zwar zum Christentum übergetreten, aber zu der sozusagen milderen Variante des Protestantismus, was in jüdischen Kreisen wiederum ein bisschen weniger schlimm angesehen wurde, als wenn man dann katholisch geworden ist, weil katholisch, das war schon die Härte, das war schon quasi wirklich die Gegenreligion. Das heißt, er ist dann zwar Christ geworden, aber wiederum in eine Minderheit hin konvertiert, in Polen jener Zeit. Wobei man auch wiederum sagen muss, dass die Katholiken in Polen ja selber im Russischen Reich eine Minderheit bildeten, weil die Führungsschicht ja russisch-orthodox war. Das heißt, wir haben hier beim Sohn, also beim späteren Autor, eine mehrfach brüchige Identität mit einer Zugehörigkeit zu verschiedenen religiösen Hintergründen und eben einen mehrfachen religiösen Bruch, so mit seiner zwiebelartigen Identität, dass man dann quasi eine Minderheit innerhalb einer Minderheit innerhalb einer Minderheit war, weil der Vater trotz seiner Konversion dennoch ein konvertierter Jude blieb, auch im Augen der anderen. Das heißt, das ist ein spannender Hintergrund. Nachdem Jasienski in den Jahren 1914 bis 1918 eine Sekundarschule in Moskau besucht hat, wird er dann zu einem skandalumwobenen Akteur des Futurismus in Polen. 1925 zieht er nach Paris, da ist er bereits Kommunist geworden. Als er 1928 den Roman Pest über Paris veröffentlicht, wird ihm antifranzösische Agitation vorgeworfen und er wird des Landes verwiesen. Jasienski beschließt, in die Sowjetunion zu gehen, wo er bereits ein anerkannter Schriftsteller ist. Die Erzählung Die Nase entsteht unter dem Eindruck der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und des Ausbaus ihrer Macht. Sie wird im Februar 1936 in mehreren Folgen in einer sowjetischen Literaturzeitschrift veröffentlicht. Der Erzählung ist dabei ein Zitat von Nikolai Gogol vorangestellt, das folgendermaßen lautet:
Aber sonderbar und unverständlicher als alles ist, wie sich die Autoren solche Themen aussuchen können. Trotzdem aber, wenn man darüber nachdenkt, so ist an all dem zugegebenermaßen etwas dran. Man kann sagen, was man will, aber solche Ereignisse kommen vor. Selten, aber doch. Dazu muss man sagen, dass diese Novelle 1936 erschienen ist, also genau 100 Jahre nach der Erzählung Die Nase von Gogol. Das ist die literarische Anspielung. Es gab schon von der große Klassiker Gogol eine Erzählung in den Petersburger Erzählungen. Das ist eine Ansammlung von Erzählungen, die in Petersburg zu Beginn oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielen. Dort kommt eben diese Erzählung vor, in dem sich die Nase eines Beamten selbstständig macht. Die wird abgeschnitten beim Barbier, aber dann, und damit wird das zu so einer surrealen, an E.T.A. Hoffmann angelehnten Erzählung, macht sich diese Nase selbstständig und kleidet sich wie ein Beamter, gibt sich dann für einen Beamten aus, wird auch als Beamter von allen wahrgenommen, obwohl sie ja eigentlich eine Nase ist, und wird erst in Riga, also besteigt dann eine Postkutsche, fährt dann von St. Petersburg nach Riga, wird dort erst festgenommen, weil sie keine passenden Dokumente hat. Also das ist dann der Hintergrund zu dieser Erzählung oder dieser Novelle Die Nase von Jasienski. Hier wiederum spielt die Geschichte in Deutschland offensichtlich kurz nach der Ergreifung und der Machtergreifung der Nationalsozialisten, also wahrscheinlich 1934 oder 1935, kann man sich denken, und der Protagonist der Geschichte ist ein Professor für Eugenik und ein Rassenforscher, der über die jüdische Nase eine Reihe von Abhandlungen beschrieben hat, indem er eine Verbindung zwischen dem Charakter eines Menschen und seiner Nase, nämlich seiner jüdischen Nase, herstellt. Und eines Morgens wacht eben dieser Professor Kallenbruck, heißt er, auf, schaut in den Spiegel und stellt fest, dass er selber eine gebogene jüdische Nase hat. Was dann natürlich eine ganze Reihe von bizarren Vorfällen auslöst und auch zur Stigmatisierung und zur sozusagen gesellschaftlichen Isolation dieses Professor Kallenbruck in diesem NS-Regime führt, weil er plötzlich von allen aufgrund seiner Nase als Jude wahrgenommen wird. Also das ist eben die bizarre Geschichte, die natürlich mehrere literarische und politische Referenzen aufweist, bis hin natürlich auch zu einer verdeckt zu lesenden Autobiografie oder emotionalen Autobiografie des Autors selbst, der, wie wir eingangs schon festgestellt haben, selber eine so brüchige Identität hatte und die er hier auf eine witzig, bizarre Art und Weise zu paraphrasieren versucht. Professor Kallenbruck ist gerade in die Korrektur der Druckfahnen seines Buches Endogene Minusvarianten des Judentums vertieft, als ihm das Unglück geschieht. Er schaut in den Spiegel und erblickt eine fremde Nase in seinem Gesicht, eine Nase, die er selbst als schamlos semitische Hakennase beschreiben würde. Die Erzählung spielt präzise und grausam durch, was mit so einem professionellen Rassenforscher passieren würde, wenn er selbst plötzlich die inkriminierten Eigenschaften besäße. Typisch für die Erzählweise Jasienskis ist, dass er dabei zwei Stilelemente miteinander verwebt. Auf der einen Seite gründlich recherchierte, realistische Schilderungen, auf der anderen Seite surreal anmutende Traumsequenzen. So basiert die Erzählung auf einer genauen Kenntnis des damaligen Debattenstands der Nazis über Vererbungslehre und Rassenhygiene, und es wird deutlich, dass sich die Nazis in ihrem Rassewahn selbst nicht immer einig waren. Auf der anderen Seite dann aber beispielsweise die Beschreibung eines sogenannten genealogischen Gartens. Dorthin wird Professor Kallenbruck von seinem mysteriösen Parteigenossen Theodor von der Pforten gebracht. Der hatte den Professor mit seiner neuen jüdischen Hakennase erwischt und verlangt nun von ihm, seinen Stammbaum auf jüdische Vorfahren hin überprüfen zu lassen. Sie gingen durch ein weiteres Viertel, dann wandte sich Herr von der Pforten dem Tor eines großen, schwach erleuchteten Gartens zu. Nach der Lage zu urteilen, musste das der Tiergarten sein, obwohl er eher einem botanischen Garten ähnelte.
Dieser Eindruck ergab sich wegen der Bäume, die hier wuchsen und die absonderlichsten Formen in großer Mannigfaltigkeit aufwiesen. Es gab da Riesen wie Affenbrotbäume. Da standen schlanke und hochgewachsene Arten wie die Zypressen. Und es gab Bäume, die unten vielfach verästelt, an der Krone aber völlig entlaubt waren, sodass es aussah, als ob sie auf dem Kopf stünden. Umgekehrt gab es welche, die unten abgerupft und oben kraus waren wie die Strauchpalmen. Es gab zur Seite geneigte, wie die riesigen Sacksaulstauden, und kugelförmige, die aussahen, als hätten sie von den kunstfertigen Händen des Gärtners einen Schnitt verpasst bekommen. Alle Bäume waren von oben bis unten entweder voller Zapfen oder Früchte. Genau konnte man das bei der schwachen Beleuchtung nicht erkennen. In der Mitte des mit Schotter aufgeschütteten Platzes erhob sich ein runder Kiosk mit zahlreichen kleinen Fenstern. Herr von der Pforten blieb bei einem von ihnen stehen und wartete auf den schwer atmenden Kallenbruck. »Hier bekommen Sie jede Auskunft.« Der genealogische Garten zentralisiert Personenstandsregister und sammelt familiengeschichtliche Informationen. Jeder Berliner kann hier seinen Stammbaum finden. Plastisch werden die genealogischen Wurzeln bis zurück ins 10. Glied gezeigt. Dafür muss man nur einen Fragebogen ausfüllen. Die Auskunft, die Herr Kallenbruck erhält, ist durchaus nicht zu seinem Vorteil. Herr von der Pforten beugte sich vor. Er schaltete ein und der Baum erstrahlte im hellen elektrischen Licht. »Bitte sehr, nur zu!« Professor Kallenbruck blinzelte ob der plötzlichen Helligkeit. Der Baum sah aus wie ein richtiger Weihnachtsbaum. Was der arme Professor in der Dunkelheit für Zapfen gehalten hatte, waren bei Licht besehen Plastikmenschenfigürchen, peinlich genau nach der Mode ihrer Zeit gekleidet. Auf den Ästen und Zweigen linker Hand hockten wie Kanarienvögel kleine Herren in gelben Gilets und gewürfelten Matronen, die mit ihren hohen Hauben an Wiedehopfe erinnerten. Auf einem zerzausten Ast saß, wie ein einsamer Kauz, der unverbesserliche Junggeselle Onkel Gregor, mager, mit einem riesigen Kopf und einem buschigen Backenbart. Die steife Tante Gertrude mit ihrem unvermeidlichen schwarzen Rock und dem Bachstelzenschwanz warf von ihrem Ast herunter entrüstete Blicke auf ihren sich verfroren aufplusternden Mann, den Onkel Paul, so als hätte auch diesmal wiederum er und niemand anders sie in eine derart unangenehme Lage gebracht. Dafür waren, oh Gott! An den Ästen an der rechten Seite in ganzen Girlanden kleine Juden mit runden Käppchen und langen Gehröcken am Hals aufgehängt, offensichtlich als verspätete Strafe für das böswillige Verderben der germanischen Rasse. Einer davon, das prägte sich dem Professor besonders nachhaltig ins Gedächtnis, mit dem Strämel eines richtigen Rabbiners mit Pelzbesatz. Der arme Professor Kallenbruck stieß einen herzzerreißenden Schrei aus, verbarg sein Gesicht in den Händen. Ihm schwanden die Sinne und er fiel um. Als der antisemitische Eugeniker bezeugt bekommt, dass er selbst jüdischer Herkunft ist, versinkt er in einem Albtraum. Auf der einen Seite bekommt er den Verfolgungsdruck und die Pogromstimmung selbst unmittelbar zu spüren. Auf der anderen Seite wird er sogleich mehr oder weniger zufällig in die Machenschaften der jüdischen Weltverschwörung verstrickt. Es ist, als würde sich der Wahn des Antisemiten verselbstständigen und der Antisemit selbst in den Strudel seines Wahns hineingerissen. Der Leserin wird schnell klar, alles an dieser Erzählung ist satirisch überspitzt und gnadenlos übertrieben. Was wir hier haben, das sind auch diese gleichen ganz kurzen Szenen, diese staccatoartigen Szenen. Es wird alles sehr plakativ geschildert. Aber ich denke mir, das ist, wenn man aus der futuristischen Ecke kommt, auch klar, dass man keine so genauen psychologischen Porträts gestaltet, als das Gogol vielleicht gemacht hat, sondern dass das Plakatprogramm. Ja, das war nicht seine Intention, hier echte Figuren zu schaffen. Das sind natürlich alles Typen, die aber gleichzeitig auch als exemplarische Fälle aufgefasst und geschildert werden. Und das durchaus stimmig meiner Ansicht nach und durchaus sehr gelungen, wenn man sich einlässt auf diesen Ton und auf diese Welt, die er vorgibt und diese Figuren eben auch als
gelungene Zeichentrickfiguren vielleicht auffasst, um das vielleicht so zu umschreiben. Wer die Erzählung Die Nase von Bruno Jachenski liest, dem kommt vielleicht auch die Frage, ob man über Antisemitismus und Eugenik lachen darf. Jachenski hat die Erzählung veröffentlicht, als die Nazis die umfassende Vernichtung des europäischen Judentums noch vorbereiteten. Er hat die möglichen Folgen des Antisemitismus und den damit verbundenen Wahnsinn klar gesehen. Seine Erzählung ist eben nicht nur witzig, sondern sie macht auch eine sehr bedrohliche Stimmung spürbar. Wladimir Wertlieb hat ein lesenswertes Nachwort zu Die Nase geschrieben. Darin heißt es: Beeindruckend und beklemmend ist Jachenskis Verständnis für die hinter der Rassenlehre, der Eugenik und vergleichbarer pseudowissenschaftlicher Forschung liegende Unmenschlichkeit, aber auch die unfreiwillige Komik. Die Fähigkeit, über menschenverachtendes Gedankengut zu lachen und dieses ab absurdum zu führen, war und ist für viele Autorinnen und Autoren keine Selbstverständlichkeit. Ironisch, aber nicht albern. Witzig, aber nicht derb. Pointiert, aber nicht plump. Treffend, aber nicht mit dem Holzhammer. Das ist es, was den Satiriker Jachenski auszeichnet. In einer Zeit des Überschwangs, des Pathos und des ideologischen Dogmas konnte jedoch Lachen tödlich sein. Die deutsche Übersetzung der Erzählung Die Nase von Bruno Jachenski ist 2021 bei Bahö Books erschienen. Das Buch umfasst 96 Seiten und ist für 16 Euro zu erwerben. Gerade ist ebenfalls bei Bahö Books außerdem ein weiterer Roman von Bruno Jachenski erschienen. Der Roman Ein Mensch wechselt seine Haut behandelt den Bau eines Bewässerungskanals in der sowjetischen Unionsrepublik Tadschikistan. Es wird sich lohnen, auch darauf einen Blick zu werfen.